Ah, das sieht schon mal ganz in Ordnung aus. Moment, ich mach mal hier noch ein bisschen länger. Derweil könnte ich mal überlegen. Also bevor ich diesen Kampf hier mache, will ich auf jeden Fall. Gute Frage, was will ich eigentlich überhaupt noch machen vor diesem Kampf? Weil ich meine, so wichtig ist ja das, was ich jetzt noch von den Himmelsinseln suche, ja eigentlich auch nicht. Also zumindest nicht so wichtig, dass ich sage, das muss ich unbedingt vor dem Kampf machen. Wobei es wäre schon recht praktisch, ja. So. Und weg. Weg. Jetzt. Ja, das war's eigentlich hier unten. Aber den will ich mal wohin setzen. Den setze ich jetzt einfach noch wohin. Tja, ansonsten. Dafür müsste ich natürlich dann nochmal ins Dungeon gehen. So. Und. Ja, was will ich denn hier? Ja, nein. Da. Ich die nochmal ablegen. Auf den. Der kommt weg. Sonst. Nö, sonst nichts Wichtiges. Hier das Fass. Nur noch das Fass eigentlich. Ja, so. Hey. Ich nehme überhaupt keinen Fallschaden mehr. Stimmt. Das hätte ich beinahe vergessen. Also gut, ich muss mich. Fliegen schon wieder die Federn. Was gibt es jetzt noch an Vorbereitungen zu treffen? Sehen, ich habe das Edge Knight, ich habe die Flammenrüstung. Einzig und allein mir noch fehlt, ist das eine Ding, was ich von der Himmelsinsel finde. Dafür müsste ich vorher noch ins Dungeon gehen, weil wegen. Schlüssel, goldener Schlüssel und so. Oh, und das war noch die Silberbullets. Nee, die Meteorkugeln. Ah, hier war die andere Himmelsinsel. Das Ding ist komplett grün gewachsen. Jawohl. Krack. Und kein Fallschaden. Oh Gott, ein Goppelspeer. Was hat er fallen gelassen? Zwei Terror Cloth. Daraus kann ich mir irgend sowas basteln. Also mit dem ich die Moblin-Statue oder Goblin-Statue heraufbeschwören kann. Au. Juhu, kein Fallschaden. Mal sehen, was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt mit Helm? Nein. Oder mache ich mit, also mit Lichthelm oder mit dem Schutzhelm? Alles, was ich brauche, ist eigentlich mich nur entweder so lang mit den Viechern rumzuschlagen, bis mir einer von den freiwilligen goldenen Schlüsseln droppt. Oder ich muss Ausschau nach. Oh, da ist doch. Okay.
Gold Key. Mehr gibt's nicht, was mich hier interessieren sollte. Außer Monster, mit dem ich mich prügeln könnte. In welche Richtung liegt das Dungeon? Das ist eine gute Frage. Ich habe sogar schon ein bisschen Kleidung. Und viel zu viele Knochen. Wir lassen hier aber auch einfach unglaublich viele davon fallen. Na gut, machen wir nochmal eine Ladung. So. Der Armstealer. Piggybank. Hol mal rein. Da. Meteor-Slot. Ich will jetzt weiter in die Richtung gehen und ich nehme mal die Skyline, weil da kommt einfach viel besser voran, weil die schön eben ist. Da kann ich hier konstant durchlaufen und muss nichts dafür tun. Slime. Ach. Einfach krass, wie die über mich hinwegspringen. Da ist die Insel. Da. Krack. Oh, ich bin im Dschungel. Dschungel. Komm her. So. Da ich gerade noch nichts Besseres zu tun habe, wollte ich jetzt eigentlich noch ein bisschen Dschungelgras-Seeds farmen. Ich will natürlich wieder mal so intelligent nicht zu gucken, wie viel ich brauche, um für das, was ich brauche und möchte, machen möchte, aber egal. Ich weiß natürlich, welche brauche, also farme ich welche ab. Zack. Und Spinnnetze brauche ich übrigens auch. Dschungelgras Seeds. Mann. Dschungelgras Seeds. Da hinten ist eine Kugel. Kugel der Verdammnis. Das Böse. Dschungelgras Seeds. Drei Quallen. Das muss einfach sein. Wie viel Dschungelgras wart ihr da? Sechs. Ja. Das hat ja super funktioniert. Wenn ich mir die Dschungelrüstung irgendwann mal machen will, dann kann es nicht schaden, wenn ich mir kurz ein paar Gegner töte, aber eigentlich will ich mich jetzt nicht zu sehr im Dschungel aufhalten, weil ich den auch auf einem anderen Wege verlassen möchte, als den Spiegel einzusetzen. So, oh, war eins. Also in irgendwas. Wo kommt der denn her? Dschungelgras Seeds. 7 Stück. Das ist jetzt nicht hier schon alles wieder gewachsen, oder? Nee, sieht so aus, als wäre ich nicht gewesen vorher. Nein. So, ich brauche insgesamt 27. Aber ich weiß nicht, wie viel ich zu dem Zeitpunkt jetzt schon habe. Ah, ich habe schon 8. Ah. Seit wann gibt es die so weit oben? Also eine Oberfläche. Was willst du?
Ein rosaner Slime. Sieht man auch nicht alle Tage. Und eine Wüste ist klar. Ich stelle am besten keine Fragen. Am besten schieße ich einfach ein bisschen in die Luft. Da, da. Gerade Schuss, so. 9 Dunkelgras-Seeds. Wobei ich nicht glaube, dass die so dicht an der anderen Insel. Ach Gott, da sind schon wieder die ganzen Bösen. Ah. Sieht super aus. Kommt nichts. Das ist das Ende. Ja, hier geht's nicht mehr weiter. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in eine andere Richtung ist, schon noch etwas größer. Hi! Hi! Ja. Ich tue, als ob ich genug Luft hätte, auch gegen dich zu kämpfen. Da bin ich ertrunken und hier ist keine Kiste. Ich will nicht ertrinken. Gut. Ich ersticke an meiner eigenen Verzweiflung. Ein einziger verdammter Dingens hat noch gefehlt. Ich habe 3 Stück davon. Naja, ein einziges. Was brauche ich damit? Bleib ich mal. Wo sind die Tränke? Nochmal dort. Hab ich ja noch nicht. Ein Grund mehr hinter behalten. Ja. Damit werde ich dann wahrscheinlich auch die Folge beenden. Ich sehe gerade, ich habe noch Wolle, Garn. Das ist aber auch eine ganze Menge. Das reicht bestimmt. Oder habe ich die schon? Nein, habe ich noch nicht. So. Das müsste die... Gute Frage, kommt Dschungel eigentlich, habe ich Dschungel vor der Ding? Will ich sie vorher oder nachher einordnen? Ich würde sagen, ich mache Dschungel dazwischen. Ja, man kommt vor, ja, natürlich. In den Dschungel kommt man vor dem Dungeon, Necro. Siehst du mal kurz an. Necro. Ich habe trotzdem noch mehr als genug. Die haben auch so ein ziemlich coole Partikel. Vorlage-Dingens. Sieht auf jeden Fall verdammt geil aus. Das ist so eine Fernkampfrüstung. Die macht Range Damage, also ja, Fernungsschaden. Und hat als Set-Bonus, also alle 3 Sachen, 20% Chance, ein Munition nicht zu verbrauchen, wenn man sie abschießt. Verdammt cool. Irgendwie fällt mir gerade hier an Greaves. Greaves. Da hatte ich ja irgendwann mal die Überlegung gemacht, ob aus Star Wars der gute General Grievous irgendwas mit den Beinschienen zu tun hatte. Oder wer? Ja, Beinschienen hieß das, glaube ich. Dazu kann ich jetzt auch schon mal sagen, nein, hat er nicht. Denn in irgendeinem, im dritten Star Wars Film auf jeden Fall, vielleicht auch noch in irgendeinem anderen, sieht man auf jeden Fall, gibt es irgendwas anderes, was ich mit Cornweb mache, sonst mache ich das alles zur Seite. Da wird dann, sieht man seinen Namen und das wird ganz anders geschrieben, also, ne. Nur Rüstung und Seite.
Das hat auf jeden Fall ganz anderes geschrieben. Das hat nichts mit den Beinschienen zu tun. Wo? Was? Suche ich? Ach, hier vorne steht das Ding. Okay. Auf jeden Fall. Na, würde ich wahrscheinlich die Folge jetzt hier beenden. Wenn ich das nochmal finden würde. Da. So. Gehe die Rüstung noch kurz absetzen. Ich kann natürlich auch die Rüstung, die ich am coolsten finde, auch drüber tragen, also. So jetzt. Ja. Ja, die behalte ich, die Mund da ein. Gut. Dann werde ich die Folge jetzt beenden. Bis zum nächsten Mal. Oh ja, Zauberwürfel. Gamer. Hui. Ja. Gut. Na, das mache ich nicht. Dann, ja, ab in den Müll mit dem Grabstein. Todesnachrichten muss ich nicht aufhaben, die machen mich nur depressiv.